Evolving Skies oder Drachenmandel war im Jahr 2021 das gehypteste Pokémon-Set und wird auch immer noch als das beste Set aus der Schwert-Schild-Ära gehandelt. Gesundheit an der Stelle. Bei manchen auch natürlich bekannt als Evolving Cries. Ihr seht, wir haben leider nichts mehr davon einzuboosten an der Kasse, aber wir haben einen sehr, sehr schönen Restock bekommen, denn wir wollen diese Karte hier natürlich nochmal ziehen, die jeder haben möchte, die Nachtara-Turm-Karte. Mittlerweile unfassbar teuer, die Displays im amerikanischen Bereich bei $700, bei uns auch nicht viel günstiger. Wir gucken uns mal an, was wir jetzt Neues reinbekommen haben. So, pass auf, Karin. Wir haben nämlich noch mal was Schönes reingekriegt. Und zwar, sehr unscheinbar, ganz am Ende der englischen Sektion hier, haben wir die schöne Bolt-Hunt-Box. Und wir sehen können, wir haben zweimal Brilliant Stars, ein sehr, sehr schönes Set mit dem Glurak, was wir auch ziehen können. Wir haben Fusion Strike, auch underrated, Gengar, Psyana V-Max ist drin und wir haben ein Evolving Skies hier mit dabei. Wir haben hier noch mal die Chance, wir haben hier auch schon ein paar Altarts rausziehen können in den Streams. Und Karin, ich würde einfach mal sagen, wir machen die jetzt einfach mal auf und gucken, was da Schönes drin ist. Raphael, was hast du dazu eigentlich? Wozu genau? Evolving Skies, zieh mal was Gutes. Hey. Ich hoffe doch. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, Karin, da ist wie gesagt reserviert für uns. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich habe hier die gute Mary mitgenommen, dass sie uns hier vielleicht ein bisschen hilft. Und wie ihr sehen könnt, wie gesagt, die Box, ihr kennt es ja schon, ne? Wir haben hier wirklich wunderschöne Booster. Ich habe es ja eh schon gezeigt, ist eigentlich auch scheißegal. Wir reißen die einfach mal auf hier. Ich hoffe natürlich, ne, die Liga ist gerade am Laufen, dass wir die jetzt gleich mal ein bisschen hier am Zusammenschreien können im Laden. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal was war, dass wir in Evolving Skies was gezogen haben, ey. So, insgesamt 7 Boxen haben wir jetzt hier am Start. Das heißt, wir gehen auch ein bisschen schneller durch die Packs. Ich glaube, wir haben hier schon mal vielleicht den ersten Hit hier und wir haben, schau mal ein, Kingler in V, schau mal hier als ersten Hit hier aus den Boxen. Fusion Strike, wie ich ja auch gesagt habe, komplett underrated, auch zum Beispiel so eine Karte wie Celebi in Alternativ. So Karin, wir machen das jetzt so, guck mal, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier, hätte ich gesagt. Komm schon, Volley, Gossifleur und Sandy Scourge. Und jetzt natürlich das Pack, wo es drauf ankommt, ne, Evolving Skies. So viele Leute, schreibt mal rein, Leute, habt ihr jemals das Nachtara V-Max Altarts selber gezogen? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, weil ich glaube, viele von euch wurden von dem Set natürlich auch gebrochen, genauso wie wir teilweise. Die sind natürlich jetzt auch bei uns wieder im Shop erhältlich, also checkt das sehr, sehr gerne ab online. Wie gesagt, ich glaube, eine bessere Booster-Auswahl bekommt man nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, Schwert und Schild wird jetzt natürlich immer rarer. Ne? Ich meine, das letzte Set aus Schwert und Schild ist ja Silver Tempest. Ja, im November 22 ist das rausgekommen. Ne? Also auch schon fast, also anderthalb Jahre mittlerweile alt. Das heißt, Schwert und Schild wird jetzt natürlich auch immer seltener am Ende des Tages. Und ja, die Möglichkeiten schwinden, hier nochmal was aufzumachen. Und warum man auch gerne solche Boxen nochmal nimmt. Ich meine, klar, Random Booster hat natürlich nochmal die Möglichkeit, besser zu hitten oder schlechter zu hitten als in einem Display am Ende des Tages. Aber $700 für so ein Display Evolving Skies ist schon crazy hier. Komm schon, mal rauch ein bisschen so die Packs, mal so ein Rush, ne? Und Luxtra, ey, das war doch was für Anni. Und, oh, yo, Carrie, Cynthia, guck mal hier. Das ist doch, ich weiß doch, das war auch eine der absoluten Chase-Karten hier in diesem Set, als sie rausgekommen ist. Und natürlich auch immer noch eine unfassbar schöne Full Art. Also hier schau mal direkt eine, würde ich sagen, sehr schöner Hit. Nächstes Fusion, Random Pack, mit Eevee dabei, vielleicht ein gutes Zeichen hier. Und leider nicht. Eigentlich müssen wir Dennis gleich mal den Pack segnen lassen, oder? Den finde ich schon eigentlich. Der sollte da hinten sitzen und gerade Liga machen. Komm, ich würde sagen, die nächste Box gehen wir mal zu Dennis und machen die bei ihm auf. Und, oh, nee. Wir gehen jetzt einfach mal mit den Packs aus der nächsten Box und gucken mal, ob Dennis was Schönes rausziehen kann. Dennis, ich brauche dich. Ich brauche dich ganz dringend. Kannst du mir helfen? Was soll ich helfen? Ich brauche mal was Gutes aus Evolving Skies. Kannst du mir da was Gutes tun? Warte mal. Die Mackis-Hände sind wieder dabei, ja. Sehr gut. Wir machen gerade die Bordern-Boxen auf. Also, Alter, wäre halt schön, ne? Also, ja. Was soll ich sonst sagen, ne? Komm. Oh, Green Code ist schon mal ganz gut. Beziehungsweise White Code. Wir waren mal 4 nach. 4 nach vorne, ja. Wann haben wir eigentlich das letzte Mal nach Taratum gezogen? Ist schon lange her, oder? Hatten wir damals eigentlich einen Release-Stream ein? Ich weiß es gar nicht. Okay, Gott sei Dank nur die Reverse-Card ist damaged. Dann ist ja egal. Also. So, pass auf, Carrie. Stahl Energy. Darf ich dir das reichen? Du darfst mir das sehr gerne reichen, ja? Treasure Energy. Ribbon Badge. Ein. Lass das Ding nochmal. Actilas. Ja. Evoli. Cutiefly. Pikachu. Ein. Applin. Dillipop, komm jetzt, Dennis, komm! Oh, ey, also das ist schon mal ein guter,
guter weiterer Anfang für Evolving Skies hier. Komm Dennis, dann machst du jetzt nochmal hier, mach die auch nochmal auf. Einfach auf ganz, ganz entspannt, ganz schnell. Das war eine Box? Das war eine Box, ja. Also eine Box, ein V-Max ist schon mal nicht verkehrt. Du brauchst jetzt keinen Kartentrick, Mann. Brauch ich nicht? Nö, brauchst du nicht. Gut. So. Ups. Ich glaube, da ist schon wieder was tatsächlich. Sollen wir uns ein bisschen anders drehen wegen Licht? Ist okay. Ist okay so. Wir haben hier komm. Affen, wir haben hier Evoli. Ah. Nicht so smart. Das war nicht so smart, aber strahlende Sterne. Jetzt ziehe ich Glurak. Ich sag's dir. Ey, Glurak wäre geil. Ich finde immer noch eines der schönsten Glurak-Artworks aus der schweren Schild-Ära in dem Set am Ende, oder? Und auch die Artworks, also die Altarts sind halt immer noch ziemlich günstig, aber super geil, ne? Ja, den. So komm. Na, hier. Hey, Blindfahr! Das Namen, sehr gut. Die sind gerade auf Deutsch alle nicht geläufig. Und. So, gönn mal was. Also, wir haben jetzt Slimer. Aber da könnte was, glaube ich, ne? Wobei. Porenta. Zwirllicht. Ein Petsneef. Ein Wurmadam. Und. Immerhin Non-Drampa. Ey, zwei Hits aus vier Packs aus so einer random Box. Nimm mal mit, oder? Nimm mal mit. Für dich habe ich noch was. Ein Fresh-Water-Set. Oh ja, das brauchen wir jetzt auch, Alter. Bei dem Wetter hier ganz dringend. Aber ja. zwei Boxen, ein Hit ist gut. Nimm mal mit. Zwei Hits, eine Box. Merci. Schön. So, wollen wir mal an? Ich brauche dich mal. Gleich. Auch. Mach mal, also, ess mal dein Eis jetzt, sonst schmilzt das. Das ist ja quasi weg. Ach so. Ja, dann komm mal mit. Und such dir einen der Schlitze aus. Hi Karin übrigens. Hi Karin. Anni, wir haben was ganz Besonderes vorbereitet. Ich bin begeistert. Guck mal, wir haben hier nämlich einen Restock Boulder Unboxer bekommen. Da ist Evolving Skies drin. Mach mal. Eine Box auf. Ja, zieh mal bitte was Gutes. Wir haben bis jetzt sogar tatsächlich gar nicht so schlecht rausgezogen eigentlich. Soll ich mich da vorsetzen oder soll kannst ich aufmachen? Du kannst das machen, wie du möchtest eigentlich. Guck mal, das ist bis jetzt die Ausbeute aus drei Boxen. Das ist voll solide. Ich meine, das waren am Ende des Tages 12 Booster, ne? Also das ist schon crazy. Ja, dann rein da, Anni. Let's go. Karin, du musst es wahrscheinlich einmal im Video drehen. Mehr Arbeit für Karin. Ich merk's schon. Ach, was kann man denn da nochmal drin ziehen hier? Glurak und Arceus und so, ne? Schöne Altarts auf jeden Fall. Das auf jeden Fall keine. Boomerdame auf jeden Fall. Das ist schon mal jetzt nicht so die crazy Art. Anni? Ja. Statement? Wir fangen langsam an. Gut. Was ist denn überhaupt deine Lieblingskarte? Kann man Suicune eigentlich in Evolving Skies ziehen in Full Art? Ich enthalte mich. Aber wir sind ja gerade nicht bei Evolving Skies, sondern bei... Grillenzirpen. Rotappel. Super. Fusion Strike. Psyana? Wäre doch schön, oder? Gengar wäre nice. Gengar? Wir fangen mit einer guten Karte an hier. Ja, Shinux. Ich habe eben auch Luxray Reverse schon gezogen gehabt. Warum ist sie noch nicht schlecht? Mir? Ja, deswegen bist du ja gerade hier. Ach so. So. Shinux. Shinux. Jo. Du kannst auch ruhig nach oben gehen, du musst nicht so bücken. Hier, aber da unten ist der Tisch. Ja, Schnurthelm. Und? Komm. Protoruf. Funnelby. Mudkip. Anni. Das ist aber süß. Das war nix, ne? Gib mir halt eine bessere Box. Come on. Evolving Skies. Ich will, dass du die ganze Liga jetzt auseinanderschreist, ne? Zusammenschreist. Das kriege ich hin, hoffe ich. Und komm schon! Komm schon! Yeah. Garados! Ich hab einen Hit! Garados ist okay! Garados ist okay! Tipptopp! Ist doch. Aber immerhin ein Hit, aber das war nicht das, was wir jetzt haben wollen, Anni. Wir wollen den Turm. Ich kann hier den Turm da raufmalen. Karin, du bist jetzt dran. Darf ich jetzt weiter? Du bist jetzt dran. Eine Box. Eine Box kriegst du jetzt. Du darfst jetzt weiter essen, Anni. Ja. So, Karin. Okay. Ich ziehe nicht den Turm raus, sondern Rayquaza. Du ziehst Rayquaza raus? Ich will Rayquaza V-Max. Das ist halt so mein Goal. Rayquaza V-Max wäre halt schon ganz nice eigentlich. Ne? Oder das Gengar. Was sagst du? Welches von denen ist jetzt das Beste? Oh, muss ich die wieder abtasten, ja? Ja. Pass auf. Wir müssen ja nicht Evolving Skies als letztes machen. Nee, ich würde die, glaube ich, in der Reihenfolge auch machen. In welcher? Erstmal Fusion, dann die zwei Brill. Vorbei? Ich glaube so. Einen hässlichen Vogel. Chansey. Ja. Also, die Prediction war schon mal gut. Aber das Pack war halt nicht so gut, ne? Das Pack war halt nicht gut, aber die Prediction. Also die Prediction war gut, halt das stimmt. Halt verloren. So, ne? Guck mal, was haben wir da jetzt? Brilliant Stars wieder. Brilliant Stars. Starra Lili, Riolu, Sterndu, Impidim, Burmi, Gibbel und immerhin eine Holo. Kann man noch sagen, so in der Ära, ne? Schwert und Schild halt noch, ne? Damals, als die. Naja, gut, ich würde jetzt nicht sagen, als die Holos noch besonders waren, aber. Sie waren zumindest ein bisschen seltener. Das stimmt. Pack so. Das stimmt. Okay, jetzt das hier. Stimmt. Oh, jetzt schon Evolving? Jetzt schon Evolving, weil ich glaube, wobei ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher.
wir haben irgendwie ein V-Hit oder sowas. So, komm. Jetzt hier, Yorklef, Kleptifuchs, Arctip, keine Ahnung, wer ist ein Stein halt, ein Kiesel. Komm Kiesling. Jetzt! Und... kein Statement. Also der Laden ist jetzt nicht so begeistert. Ist ein Applaus da. Na gut, let's go. Ich hab übrigens für die letzten zwei Boxen eine Idee, die sag ich dir aber erst gleich. Okay, dann bin ich mal gespannt. So, jetzt hier, komm. Knackleon, Cellast, Palim, glaube ich, ist das. Electek. Oh, Character Rares, die sind ja auch noch hier dabei, ne? Und komm. Aber, ganz ehrlich. Das letzte Pack hatte doch ein Hit. Immerhin ein Hit noch gewesen. Also auch du bist nicht hitlos hier rausgegangen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe eine Idee, Carrie. Ich bin gespannt. Ich habe eine gute Idee. Pass auf. Okay, Chat. Jetzt sind wir von deiner Idee. Wir haben hier ein bisschen Chaos jetzt gerade verursacht. Ne? Wir haben jetzt noch zwei Boxen. Ich würde sagen, wir machen jetzt aus den zwei Boxen ein God-Pack. Whatnot ist eine neue Streaming-Plattform, die den Hauptfokus auf dem Live-Auktionsformat gesetzt hat. Ihr habt da alles direkt in der App im Hochformat, könnt ihr auch direkt mitbieten im Livestream oder die Sachen eben direkt über den Shop kaufen. Wir sind da vor allem vertreten mit den Live-Auktionen im Bereich Einzelkarten oder zum Beispiel auch Boxbreaks, wo wir sehr, sehr coole Sets öffnen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen sehr, sehr coolen Marktplatz, wo wir auch einige Sachen für euch eingestellt haben. Und Leute, wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung anmeldet hier im Video, bekommt ihr nochmal 15 Euro Startguthaben für eure ersten Auktionen oder Sofortkäufe. Lohnt sich also. Snackt euch die auf jeden Fall mit. Wir haben jetzt die letzten 8 Booster. Ich nehme jetzt immer die Reverse und quasi den Rare-Slot. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht dadurch einen besseren Hit haben. Carrie, du musst ein bisschen believen, okay? Ich believe immer. Du believest immer? Ja. Sehr gut. Wie mache ich denn das jetzt, ohne den Code zu sehen am Ende? Ja. Oh. Fusion Strike. Boah, so eine Gengar V-Max altert, würde ich schon extrem fühlen. Ne? Die fehlt ja noch in der Sammlung. Ja. So, pass auf. Ich würde halt wirklich gerne mal wieder den Turm sehen. Ich weiß nicht, ich habe den Turm schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen oder generell halt ein Alter aus dem Set. Ich meine, wir haben ja nicht nur den Turm, den wir rausziehen können, wir können ja auch Rayquaza rausziehen aus Evolving Skies. Also da sind schon echt geile Hits in dem Set drin, ne? 8 Booster als ein Booster. Das letzte Pack hier Evolving Skies geht rauf auf den Stapel. Boah, drückt mir auf jeden Fall bitte die Daumen, dass wir jetzt hier was rausziehen können. Und Karin. So müssen die Booster eigentlich immer aussehen, finde ich, oder? So müssen die Booster eigentlich immer aussehen. Pass auf. Wir haben hier einen super tollen Hintergrund. Dennis, ich habe zwei Boxen, ein Godpack. Das sind jetzt die Reverse und die Rares auf einem Stapel, aus zwei Boxen. Meinst du, das wird was? Meinst du? Komm, Karin. Maybe. Komm, wir haben ein Corefish. Oh, Terrence Care. Schau mal, nicht so verkehrt, würde ich sagen. Also erste Box, da sind wir schon mal mit einem Full Art Hit dabei. Dann haben wir ein Zarude und, oh, Landris, immerhin eine Holo hier, hatten wir gerade gehabt, Carrie. Dann haben wir den Potthelm und, Hexriss, Drachenwandel. Ein Drachenwandel haben wir noch, quasi. So, Magma Basin, oh, Houndscraw, direkt der nächste Hit dahinterher. Ah, Kanimani ist süß. Sehr cute. Starter nimmt man immer. Dann Oricorio. Ach, schade, Fusion Strike, nichts drin gewesen. Und jetzt? Okay, ein Strahlender haben wir noch und dann das Evolving Skies, Leute. Boah, jetzt wird's eng, oder Karin? Jetzt wird's eng. So, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Like da. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, hier so Videos einfach on the fly im Laden und. Haben wir was? Lycanroc, immerhin. Leider keine Altart, aber Evolving Skies. Wir müssen, glaube ich, weiter handeln.